Es ist Herbst. Was ist das denn? Ja. Dann will ich die nehmen. Okay, du nimmst die, ich nehme eine andere. Ja, der das eingefüllt hat, hat geraucht, glaube ich. Das war's jetzt mit dem Abendbrot. Dieses Video. Also ungesund. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes. Ihr dürft einmal raten, was. Leute, schaut euch das an. Wir tragen die Farbe Rot, denn wir werden heute einen Tag nur Rot essen. Naja, nicht so ganz Rot. Ja, lila, oder? Leute, schreibt mal in die Kommentare, das ist doch kein lila, das ist doch sowas von rot. Schau mal, meins ist rot. Ja, das ist halt ein anderes Rot. Und deine Badehose ist rot. Ja, das hier ist halt, wie nennt man das, Burgundrot? Ich würde sagen lila. Kirschrot, guck mal, eine Kirsche ist doch auch nicht lila. Das sieht aus wie eine Kirsche. Das kann noch ein sehr strittiges Video hier werden, denn ich habe eingekauft und wir haben scheinbar ein unterschiedliches Verständnis von welche Farbe rot ist. Ja. Aber auf jeden Fall ist es heute mal sehr früh, im Gegensatz zu sonst immer, wo wir das Video dann immer um 15 Uhr gefühlt anfangen. Es ist heute nämlich, ich glaube, 9 Uhr morgens. Wir sind gestern sehr früh schlafen gegangen und deswegen fangen wir heute mal das Video sehr früh an. Ich bin an. Gespannt, was du für Sachen gekauft hast. Als erstes, aber auch schon richtig Hunger. Kannst du diese Sachen hier essen, denn ich habe Blumen gekauft. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Ich habe die ja noch gar nicht in unserem Haus stehen sehen. Oh Mann, tu doch wenigstens so, als wenn du dich freuen würdest. Ich freue mich so. Nein, ich freue mich wirklich. Das ist echt richtig süß, dass du die mitgebracht Rosen, hast. Rote Rosen. Die muss damit man doch kann man drauf. Nichts falsch machen für seine ja. Freundin. Eigentlich wollten wir das Video schon vor ein paar Tagen drehen, aber da sind wir mal wieder um 15 Uhr aufgestanden und dachten uns, nein, wir drehen das Video mal an einem Tag, wo wir früh aufstehen. Und deswegen stehen die Rosen hier schon ein paar Tage. Die sind schon verschimmelt. Egal. Zwei Tage weg und dann habe ich die dann einfach in so ein Wasserglas eben gestellt. Mhm. Aber die anderen Sachen habe ich jetzt wirklich noch nicht gesehen, bis auf diese Kellogs. Oh mein Gott, jetzt fällt mir überhaupt gerade erst wieder ein, was ich alles gekauft habe. So geile Sachen teilweise. Echt? Aber ich muss sagen, rot. Am Anfang so. An was denkst du als erstes, wenn du an Essen in Rot denkst? Kirsche. Kirsche habe ich schon mal nicht gekauft. Kirsche ist lila. Hä, und dein Urteil, du meintest, das ist wie eine Kirsche. Nein, Spaß. Ich habe als erstes daran gedacht, so Erdbeere, Melone, richtig geil. Ja. Und dann hat es aufgehört. So, was isst man zum Mittagessen? Was isst man zum Abendbrot? Reis. Es gibt auch so roten Reis. Was? Kennst du diesen roten Nein. Reis? Nein. Nächstes Mal geht Hella einkaufen. Also beim nächsten Farbvideo oder Essensvideo muss Hella mal einkaufen gehen. Ja. Aber irgendwie hat sie nie Zeit, um einkaufen zu gehen und dann schickt sie mich immer los. Okay, dann lass uns das Video starten. Ich habe Hunger auf Frühstück. Hast du schon mal rote Rosen geschenkt bekommen? Von dir vielleicht. Eine, aber nicht so viele. Die Sträuße werden jetzt immer größer, Hella. Die muss man, glaube ich, anschneiden, kann das sein? Das habe ich schon gemacht. Ah, ich habe was. Es ist Herbst. Was ist das denn? Was ist das denn? Die Blätter fallen. Egal, wir lassen die erstmal so stehen. Das sieht halt besser aus. Ja, die Blätter sind echt tot. Die Hälfte ist abgefallen. Was ist das? Komm, wir stellen die auf den Tisch. Naja, trotzdem freue ich mich. Die sehen ja eigentlich echt schön aus. Ich bin sehr gespannt. Was gibt's als erstes? Also als erstes wird es Happy Hoops geben. Happy Hoops. Happy Poops. Okay. Hä, die sehen ja lila aus. Das ist doch rot. Das ist doch rosa. Das ist doch rosa. So viele Farben gibt es beim Jungs nicht. Bei Jungs gibt es nur rot, blau, grün und schwarz. Wir haben nur noch ein kleines Problem mit diesen Hoops. Erstens müssen wir die auseinandersortieren und zweitens gab es kein Farbmittel in diesem Laden, wo ich einkaufen war. Das heißt, wir können die nicht trocken mit essen. Milch essen. Hast oder du aber wenigstens was zu trinken? Weil ich habe richtig Durst. Ja, trinken war tatsächlich sehr einfach. Es gab so viele Getränke, keine Ahnung, Himbeersaft, Tomatensaft, ganz viele Sachen auf jeden Fall. Da konnte ich gar nicht alles kaufen, aber ich habe einfach ein paar Sachen gekauft. Ich weiß ja, Hella, du liebst Tomatensaft. Also ich mag es wirklich eigentlich gerne im Flugzeug. Nur im Flugzeug. Aber so. Alle Leute trinken im Flugzeug immer Tomatensaft, ich auch. Ich weiß nicht warum. Nein, ich habe uns Rotbäckchensaft gekauft, damit ja, wir das auch ist gut. Rote Bäckchen bekommen. Und das ist das Original, der Klassiker seit 1952 mit Eisen zur Blutbildung. Ah, das ist ja super. Ja, ich hoffe, das ist auch wirklich rot, aber es heißt ja Rotbäckchensaft. Das gilt als rot. Das gilt als rot. Gesund in den Tag starten hier, ein paar Vitamine, ein bisschen Eisen. Prost. Prost. Schmeckt's? Ich mag den Saft richtig gerne. Das schmeckt gut. Erster. Es war halt kein Rennen. Es war halt kein Rennen. So, kannst du mir einmal eine Schüssel geben? Dann würde ich das schon mal direkt trennen. Sortieren. Ja. Nee, Torben. Also, wenn das rot sein soll, dann weiß ich nicht mehr, welche Farbe rot Hä? Ist. Hä? Natürlich ist das rot. Wo ist das rot? Oder meinst du das als rot, was lila ist? Beides. Was, hä? Ich glaube, du bist farbenblind.
Eine Rot-Rot-Schwäche oder was? Ja. Und das ist auch rot für mich. Und das ist rot. Alles ist rot. Tom, die können wir nicht essen. Wieso nicht? Das ist wirklich, das geht nicht. Okay. Kannst du mal was anderes an rot? Mann, du hast nur keine Lust, die zu sortieren. Sag's, gib's zu. Nein, aber da ist von einfach nichts rot. Und das hier ist ein Rot-Video. Also die Verpackung ist rot. Also wenn wir nachher verhungern, dann bist du schuld. Es war nicht einfach, was Rotes ja, zu kaufen. Ja, es tut mir auch leid, aber sorry, Leute. Das ist wirklich nicht rot. Das kann mir keiner sagen. Das ist lila und rosa. Hey, wir hätten jetzt schön so mit Tomatensaft und Hups, wäre lecker gewesen. Naja, dann schaue ich mal, was wir noch so haben. Also, wir haben auf jeden Fall Himbeermarmelade. Ich finde, die sieht auf jeden Fall röter aus als dieses Pink hier. Aber das Problem ist, wir haben kein Brot oder irgendwas, wo wir das drauf schmieren können. Das heißt, du kannst sie entweder löffeln oder drauf verzichten. Mm. Ich schaue mal, was wir noch haben. Was auf jeden Fall zum Frühstück passt, ist ja, ein Fruchtjoghurt. Ja, den nehme ich. Okay, du nimmst den und ich nehme Joghurt mit der Ecke. Auch nice. Aber du musst ganz ehrlich sagen, der Joghurt ist ja an sich nicht rot. Noch nicht. Mal schauen, welche Farbe dein Joghurt hat. Ganz klar rot. Ist ja gar nicht rosa, ne? Auf einmal ist es rot. Nee, aber das ist wirklich jetzt rot. Hä? Wartet, Leute. Wartet. Jetzt kommt der ultimative Test hier. Wir nehmen mal einen davon und einen davon. Also das hier ist ja wohl sowas von die gleiche Farbe. Und auf einmal ist es rot, Hella. Oh Mann, irgendwas muss ich ja essen. Und ich kann wirklich nicht diese Marmelade löffeln. Das habe ich auch beim Einkaufen gedacht. Und deswegen habe ich das gekauft. Irgendwas müssen wir ja essen. Naja, ich schaue jetzt mal hier rein. Ich kipp das jetzt darüber, rühre das um und dann ist es rot. Es muss ja erst rot sein, wenn man sich das in den Mund einführt. Das heißt, davor kann man mit dem Essen machen, was man will. Solange es dann rot ist, wenn es in den Mund kommt. Das ist halt auch einfach Marmelade, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es wird halt auch rosa werden, wenn du das jetzt vermixt. Schreibt mal in die Kommentare, was euch als erstes einfällt an Essen, wenn ihr an die Farbe rot denkt. Und was wir vielleicht noch hätten kaufen können. War ehrlich gesagt auch nur bei einem Laden. Und deswegen gab es da auch nicht so eine riesige Auswahl an Sachen. Aber mir ist auch nichts mehr eingefallen, was man noch hätte kaufen können. Aber das ist ja knallrot. Ja, finde ich auch, oder? Ich tue da jetzt noch ein bisschen Himbeermarmelade rein. Oh, die ist ein bisschen fester, als ich gedacht habe. Jetzt habe ich ein Klumpen. Erdbeermarmelade mit Stückchen. Was ist das denn? Ist ja richtig komisch. So, mal gucken, ob das schmeckt. Schmeckt. Echt? Ist gut? Ja. Ich habe mir das noch nie geholt mit dieser Marmelade. Ja, ich auch nicht. Ich mag das auch lieber mit diesen Stückchen, Schokoladenstückchen oder so. Wenn man bedenkt, dass wir sonst nichts zum Frühstück mehr haben. Ja, das Lachen wird dir gleich vergehen, Hella. Das Lachen wird dir noch vergehen, Hella. Du bist gleich selber schuld, dass du gesagt hast, dass das nicht rot ist. Du hättest Fruchtzwerge kaufen sollen. Da gibt es doch die roten. Habe ich auch kurz überlegt, aber ich dachte, ich habe den Joghurt jetzt schon. Ich weine, nicht jetzt schon. Du musst später noch weinen, wenn es dann gar nichts mehr zu essen gibt. Mm, der ist gut. Okay, Tom. Du meintest ja, du hast auch noch Melone gekauft, oder? Hella. Dann holen wir die jetzt schon und dann können wir die auch noch essen. Verpulver nicht schon deine ganze Munition. Ja, unser Essen. Gleich haben wir gar nichts mehr zum Mittagessen. Oha, ob das so eine gute Idee ist? Yes. Die ist grün, die dürfen wir nicht essen. Hallo, von innen ist sie rot. Das ist halt das Wichtigste, dass die im Kühlschrank lag, weil kalte Melonen schmecken 10-mal besser als warme Melonen. Wer isst auch eine warme Melone? Naja, wenn man die gerade erst gekauft hat, ist die meistens nicht gerade kalt. Nimm das Brotmesser. Und jetzt mach Ninja Fruit. Da musst du die in die Luft schmeißen. Mach Ninja Fruit, ohne in die Luft zu schmeißen. 1, 2, 3. Ja, nicht nachmachen bitte, sonst sind die Finger nachher ab. Aber bei meinen Fingern ist es egal dann, oder was? Oha, du hast heute sogar extra roten Nagellack drauf gemacht. Ja, hab ich. Nicht schlecht. Oh nee. Da sind Kerne dran. Mann. Jeder hat also seine ganz eigene Art, Melonen zu schneiden. Ich schneide sie auf jeden Fall anders. Ich schneide erst die Schale überall ab und dann nur noch das Fruchtfleisch essen. Aber Hella. Ich mache solche Sticks. Sticks. Warte, warte. Was ist das hier für ein Stick? Warte. Das ist doch kein Stick. Das hier ist ein Stick. Aha. Und dann kannst du den so essen. Schmeckt? Mhm. Ich esse jetzt auch einen Stick. Das schmeckt gut. Und ist jetzt auch mal legal rot. Das war eigentlich unser Mittagessen. Im Ernst? Davon werde ich ja niemals satt. Geil, mein Ding ist komplett ohne Kerne. Nein, nein, oh Mann, Tom. Der ist so frech. Geil, der ist auch fast ohne Kerne. Melone ist echt immer so ein Glücksspiel. Mal schmeckt sie, mal hat sie Kerne, mal nicht. Chance. 1 zu 100 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzgr.au. .au. Okay, hast du noch Hunger? Oder bist du satt? Das sehe ich so aus, als wenn ich von einem Haps Melone satt werden würde. Hä, hey, du hast auch schon einen Joghurt gegessen. Nein. Was? Nein. Natürlich hast du einen Joghurt gegessen. Nein, natürlich nicht. Was
Nase tut leid. Hä? Hast du deinen nicht aufgegessen? Nein. Ja, Alter, selber schuld. Ich habe meinen aufgegessen. Den kannst du ja gleich noch essen. Ja. Willst du noch mehr? Ich möchte gerne so ein Brot essen. Ja, hast du schon mal rotes Brot gesehen? Ja, das stimmt. Ich schau mal in den Kühlschrank. Dreh dich mal um. Hä, du sollst dich umdrehen. Ach so. Nein, Spaß. Ich habe noch ein Getränk, einen Snack, noch einen Snack, noch einen Snack. Ich habe ganz viele Snacks. Aber zum Frühstück. Wir können noch eine Sache zum Frühstück essen. Beefy. Was? Ich weiß ja nicht, ne? Hä? Ich mag Beefy gar nicht mehr. Oh. Ich habe das früher irgendwie gegessen und jetzt mittlerweile denke ich mir so. Also ich weiß ja nicht, ob die Farbe Rot gut enden wird, aber bis jetzt. Naja, Hella war noch nicht so begeistert von dieser Farbe. Nee, gefühlt gab es mit Rosa mehr als mit Rot. Ja. Das kann doch nicht sein. Aber da haben wir auch ganz schön viel gecheatet. Hella, du musst erstmal deinen Joghurt aufessen und dann machen wir beim Mittagessen weiter. Da habe ich vielleicht noch ein bisschen was, was man essen kann. Wir haben noch ein paar Früchte. Willst du sonst noch Früchte essen? Warum haben wir keinen roten Reis? Ich wusste nicht, dass es roten Reis gibt. Doch, den gibt's. Oder mit so einer Soße, aber du hast aber selbst wenn Tomatensoße gekauft, oder? Ja, aber dann würde man den ja nicht zum Frühstück essen. Ja, das stimmt. Wir haben noch Früchte. Möchtest du noch Früchte? Ich habe gerade schon gesehen, du hast Erdbeeren, ne? Ja. Dann will ich die nehmen. Okay, du nimmst die, ich nehme eine andere Frucht. Also, einmal Erdbeeren für Hella. Die und sind du nimmst nicht Tomaten so oder was nimmst du? Nein, Tomate ist, glaube ich, keine Frucht, sondern Gemüse. Himbeeren. Wir hätten das Video an dem Tag drehen sollen, wo ich die gekauft habe. Leute, die Himbeeren sind verschimmelt. Ist sie trotzdem. Ich esse auch die nicht verschimmelt. Himbeeren schimmeln so schnell. Die dürfen wir auch gar nicht essen, weil die sind ja jetzt weiß. Hört ihr das Video? Ja. Yeah. Ich liebe eigentlich Erdbeeren, aber die sind so richtig matschig jetzt. Seht ihr das? Diese Stellen, die haben hier überall. Also diese Himbeere sieht delicious aus. Mhm. Möchtest du auch eine Himbeere, Hella? Ja. Die schimmeln. Genau. Oh, die schimmeln alle von unten. Ich habe, glaube ich, gerade Schimmel gegessen. Die ist gut. Nachher sind wir bei diesem Video alle dead. Die schmeckt wohl noch, ne? Die eine. Hier ist noch eine. Aber ich wasche die jetzt erstmal. Also ich pick jetzt erstmal die raus, die noch gut sind. Die ist nicht mehr gut. Vielleicht lege ich die raus. Oh Mann, und Himbeeren sind immer so teuer. Und jetzt haben wir die gekauft und... Dass die keine 4 Tage durchgehalten haben, ist echt traurig. Hier sind noch ein paar gute dabei. Oh, die nicht. So, nein, die gehörte nicht dazu. Aber manchmal schimmeln die ja sogar schon im Laden, ne? Ja. Das ist richtig krass, die schimmeln scheinbar so schnell. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Mittagessen. Ich trinke da nochmal ein bisschen Rotbäckchen. Prost, und sonst löffel einfach die Himbeermarmelade. Oh, nee. Ich sehe schon kaum, am Ende isst Hella so die Rosen, weil sie so Hunger hat. Kann man das nicht sogar essen? Ich weiß es gibt ja auch nicht. So Rosenwasser. Ich weiß ja ist das dann ja einfach nicht. Dieses Wasser? Herr Tom, du hast die Beefy ja noch gar nicht gegessen. Ja, weil du sie nicht wolltest. Ja, aber du kannst sie ja essen. Du willst heute irgendwie gar nichts von dem, was ich dir anbiete. Ja. So frech Erdbeeren, Happy Hoops, die Salam. Rosa war, tut mir leid. Nächstes Mal gehe ich einkaufen. Ich wollte eigentlich auch nicht mehr so viel Fleisch essen, aber wenn man einfach nichts anderes mehr übrig essen hat, kann. Und, findest du die lecker? Halt einfach wie ein Stück Salami. Aber die ist sogar vegan, ne? Wie kommst du darauf, dass die vegan wäre? Irgendwo habe ich gelesen, dass sie vegan ist. Deshalb hast du mich gerade schon gewundert, dass du gesagt hast... Das hier ist aber nicht von Beefy, ne? Also nicht die Originale. Ach so. Die ist von Gut und Günstig. Was hast du eigentlich alles schon gesehen, Hella? Nicht so viel, aber ja, schon so ein bisschen. Wir waren noch die letzten 2 Tage gar nicht zu Hause. Hast du Spione hier im Haus? Ja. Hast du hier Kameras aufgestellt? Ja, um zu schauen, was ich dann essen kann. Aber eine Sache liegt da drüben noch, worauf sich Hella sehr freuen wird. 3 Tage später und die Blumen fangen langsam an zu verwelken. Nein, Spaß, eigentlich sind es nur 3 Stunden später und die Blumen fangen an zu verwelken. Also was waren das bitte für Billigblumen, Tom, die du da gekauft hast? Ich kann mal mit dir selber reden. Mehr bist du einfach nicht wert, Hella, deswegen habe ich einfach günstige Blumen gekauft. 5,99. Hallo? Spaß. Hast du Hunger? Ja, ich habe richtig sehr. Hunger. Ich habe wirklich richtig Hunger. Guck mal, wir haben heute so früh gefrühstückt, um 9 Uhr. Jetzt ist es 15.30 Uhr, das heißt, es sind nicht 3 Stunden vergangen, sondern 6,5 Stunden oder 6 Stunden. Zum Mittag, fällt dir irgendwas ein, was man zum Mittag essen könnte in Rot? Roten Reis, den du nicht gekauft hast. Ich habe keinen roten Reis, Hella. Ich ja weiß es nicht. Also eine Sache hat Antonia mir noch vorbeigebracht, und zwar Nudeln. Es gibt so Nudelpackungen, die so bunt sind. Da können wir uns die roten Nudeln rauspicken. Vielen Dank an Antonia, die Nudeln. Das ist nice. Die hat sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen, die aus Italien mitgebracht hat. Oh mein Gott. Sie wollte die für einen besonderen Moment aufbewahren, um die zu essen, und jetzt hat sie uns die gegeben. Deswegen hat sie gesagt, wir sollen ihr den Rest der Nudeln wiedergeben, die wir nicht benutzen. Also nur die roten rauspicken. Ja, nur die roten. Oh mein essen. Gott. Die können wir auf jeden Fall essen, aber ich habe in einer Dosen
Futterabteilung sozusagen noch ein paar Essensartikel gefunden, die rot sind. Einmal Spirelli in Tomatensauce ist rot, wenn man es kocht. Eigentlich alles, was mit Tomaten zu tun hat. Nämlich eine Tomatencremesuppe. Oh, nice. Ja, dann echte Tomaten, die kann man da vielleicht noch reinmachen oder so. Das andere sind keine echten Tomaten. Dann würde ich sagen, trinken wir den Tomatensaft dazu. Oh Gott. So, und als ein Tag nur Tomate. Ja, genau. Hier oben haben wir die Nudeln. Die sind doch rot, oh, oder? Oh, nice. Ja, das ist das Erste, was wirklich mal rot ist. Ja, die darfst du jetzt schön aussortieren. Du sortierst die roten Nudeln daraus. Ich mache derzeit Tomatensauce, Suppe. Und dann machen wir noch eine Soße dazu, würde ich sagen. Ja. Und was ich richtig viel habe, man sieht es hier schon so ein bisschen, sind Nachspeisen. Also ich habe ganz viele Snacks in Rot. Die gab es viele. Nice. Aber so richtige Gerichte in Rot ist echt schwer, wenn man nicht gerade Tomaten... Stell dir vor, du magst keine Tomaten. Oh Meine Gott. Schwester mag keine Tomaten. Ja, das ist dann richtig bitter. Das ist bitter, wenn du... Aber kein Mensch muss einen Tag nur rot essen. Halt echt. Deine Schüsseln von heute Morgen stehen hier noch, weil das war ja angeblich nicht rot. Müssen wir das jetzt vorsichtig aufmachen, oder? Ja. Damit Antonia das noch wieder bekommen kann. Wirklich danke, Antonia. Du rettest uns immer wieder den Po. Das ist der besondere Einsatz. Die sind irgendwie auch schon wieder so leicht rosa. Oh, Hella, du stellst dich aber auch an. Wirklich. So, diese Farbe nehmen wir. Okay, dann fange ich mal an zu sortieren, wie Cinderella. Sehr gut machst du das, Hella. Ich mache jetzt mal die Tomatensuppe auf. Bin echt gespannt, wie die sein wird. Boah. Ich glaube, die könnte sogar richtig gut schmecken. Ja, ich habe richtig Hunger irgendwie gerade auf so eine Tomatensuppe. Ich liebe aber auch so Tomatencremesuppe. Mm. Selbstgemachte Tomatensuppe. Ja, total selbstgemacht. Ja, ich habe die aus der Dose selber reingekippt. Sehr gut, ich sortiere jetzt mal weiter. Du kannst ja schon mal das Wasser anschmeißen. Ist aber auch schön, dass wir für Antonia jetzt alle Nudeln angrapschen, die sie dann noch essen kann. Naja, die kommen ja in kochendes Wasser. Da werden alle Keime dann wieder getötet. Ja, das stimmt. Und Cinderella, wie läuft's? Und der allerletzte. Das war der letzte schon? Ja. Ist jetzt hier reingekommen. Crazy. Du könntest echt bei Cinderella mitspielen. Ja dann, her damit. Ich glaube, viele fragen sich halt auch so, warum hat sie nicht mehr ihr Kleid an und zieht bei 30 Grad einen Pullover an? Weil das einzige Rot ist, was ich habe. Was noch nicht mal aus meinem eigenen Kleiderschrank ist, sondern aus Toms kommt. Wassermarsch. Und die Suppe ist schon fertig. Die können wir, glaube ich, schon essen. Nicht so viel. Nimm einfach das Ding und kipp das da rein. Hä, und ich? Da war nicht mehr. Ja, aber du hast viel mehr als ich. Oh. Und dann beschwerst du dich, dass ich so dünn bin. Naja, von Tomaten nimmt man jetzt, glaube ich, auch nicht so viel zu. Nee. Noch nicht, Hella. Bevor wir essen, machen wir jetzt noch die Nudeln. Das Water ist gleich fertig. Hast du schon mal Nudeln gekocht? So? In deinem Leben? Ja, habe ich. Ich glaube, das ist das Gericht, was wir am häufigsten kochen. Deswegen, das ja, halt kann echt. Nicht schief gehen. Stopp, die wollte ich reingeben. Wow. Okay, das waren echt wenig Nudeln. Gut, dass wir schon mal eine Vorspeise haben. Ich würde sagen, es gibt noch für jeden eine Tomate. Okay. Zack, zack. Ich bin mehr als gespannt, wie diese Suppe schmeckt. Ich finde, die riecht so gut. Ich glaube, es kann eigentlich nur gut werden. Jetzt wirst du so richtig enttäuscht. Mmh, schmeckt nice. So, wie du erwartet hast. Bisschen zu salzig, finde ich. Sogar. Was echt komisch ist, weil eigentlich kann es mir gar nicht zu salzig sein. Aber ich finde, die ist richtig lecker. Vielleicht kann die Kamera nicht mehr halten. Ich habe so Hunger. Mmh. Ich muss jetzt auch essen. Der Tom ist bestimmt viel zu salzig. Oh, ist echt hart salzig. Aber lecker, ne? Mhm. Aber extrem salzig. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass das in der Dose ist, damit das länger hält. Danach müssen wir erstmal was trinken, ey. So viel Salz, wie da drin ist. Ich hol mal Getränke. Also ich werde jetzt wirklich mal den Tomatensaft trinken. Oh, ihr möchtet auch den Tomatensaft. Was ist? Ich tue da sonst immer Pfeffer und Salz rein, aber das darf Stimmt. ich nicht. Oh, das mache ich aber auch. Vielleicht trinken wir den einfach an einem anderen Tag. Wir haben nämlich Nein, viele Getränke. Nein, lass jetzt trinken. Ich zeig dir noch die anderen Optionen, die wir haben. Wir hätten einmal Fassbrause Holunder. Mhm. Auch nice. Boah, das möchte ich, glaube ich, trinken. Dann hätten wir noch Dr. Pepper. Nee, das hast du schon mal du in Amerika getrunken und macht es, glaube ich, nicht. Und wir haben noch... Habe ich noch nie das getrunken. Das sieht nice aus. Aber schon ganz oft gesehen bei Leuten. Das würde ich gerne trinken. Und zu guter Letzt... Ein Granatapfel. Coca-Cola. Ja, nee, die kannst du trinken. Ich mag ja gar keine Cola, ne? Ich glaube, ich weiß nämlich nicht mehr, wie Dr. Pepper schmeckt. Ich glaube, ich trinke Dr. Pepper. Was möchtest du probieren? Du musst dich für eins entscheiden. Das andere gibt's dann zum Abendbrot. Ich glaube, ich nehme das. Vielleicht schmeckt mir das so gar nicht. Ein Kumpel von mir trinkt das immer. Also so schlimm kann es nicht schmecken. Boah, ich bin so gespannt. Einfach Granatapfel? Nee. Ich habe mir das richtig geil vorgestellt. Ich dachte, das wird jetzt richtig lecker schmecken. Ist nicht lecker? Nee. Oder wie im letzten Video beim Alles in A essen. Sie so... Mmm, lecker! Aber echt, das schmeckt echt komisch. Oder irgendwie ein bisschen so nach Rauch. Mhm. Der das eingefüllt hat, hat geraucht, glaube ich. Glaube ich nämlich auch. Aber das ist... Wenn da irgendwie so Rauch drin ist. Das ist eine Pflanze, Marte. Ach so, okay. Mhm. Geschmack von Koffein. Ich habe nur Granatapfel gelesen und dachte, wie lecker, aber dann das. Ich glaube, ich trinke mal lieber meinen Dr. Pepper.
Ich weiß zwar auch nicht mehr so genau, wie das schmeckt. Trinken in Amerika ja ganz viele Leute, aber... Ich möchte es auch noch gleich einmal kurz probieren. Das schmeckt und? Gut, nach Kirsche. Also wenn man das vorher getrunken hat, warte, trink einen Schluck hiervon und dann... Ich will das gar nicht mehr trinken. Das doch, hat trink einen Schluck. Und jetzt einen Schluck Dr. Pepper. Ja, das schmeckt nach Kirsche, finde ich. Und jetzt? Hella, du kannst nicht alles aufmachen. Es geht nicht anders, wie du siehst. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist meine letzte Hoffnung. Leute, ich finde alle Getränke außer Wasser gefühlt eklig. Oha. Ey, ich weiß nicht, ich mag das gar nicht. Ich bin aber auch nicht dieser Eistee-Typ oder so. Ich mag das irgendwie alles gar nicht. Wir haben noch Cola. Nee, ich hasse Cola. Ich mag nur Sprite. Also so Limonadengetränke mag ich gerne, aber das irgendwie, nee, alles nicht mal. Dann musst du was anderes trinken. Ich hol das mal eben. Jetzt kannst du gespannt sein. Was kommt jetzt? Kratzeiskirsche. Wie nice. Aber das kann man leider nicht das trinken. Das ist richtig gut. Das essen wir aber zum Nachtisch, würde ich sagen. Ja, naja, warum holst du das denn jetzt schon? Ja, weil eigentlich habe ich so viele Nachtische, dass du es auch jetzt schon essen kannst. Ich muss halt sagen, diese Tomatensuppe schmeckt mir jetzt richtig gut. Also der Koch war zwar ein bisschen verliebt, aber ist ja okay und noch alles im Rahmen. Besser als irgendwie zu rauchen, oder? Wie geht's den Nudeln? Halt auch Nudeln ohne Salz. Ich weiß auch nicht, wie das werden soll. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Aber das Wasser färbt sich sogar pink. Ich weiß nicht, ob man sieht. Schaut's euch einfach an, wie sehr es Hella geschmeckt hat. Mhm. Den Joghurt heute Morgen nicht aufgegessen. Boah, das schmeckt echt gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen hast du ja hier auch noch genug von deinem Club Mate drin, dann kannst du ja gleich noch trinken. Nee. Hätte ich mal noch eine zweite Dose von kaufen sollen. Mhm, echt richtig lecker. So, ich glaube, die Nudeln sind auch langsam fertig. Boah, ich habe jetzt aber auch richtig Hunger, noch so auf Nudeln. Das war erst echt die Vorspeise. Aber wir haben halt auch einfach keine Soße gemacht. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich das war irgendwie jetzt die Suppe, die wir gegessen haben. Wir haben noch eine Soße, die wir aufbrauchen müssen. Aber wir haben noch was ganz Tolles. Erstmal, ich habe noch Kidneybohnen gekauft, fällt mir gerade auf. Was willst du damit denn machen? Weiß ich auch nicht, aber die waren rot. Arrabbiata, nein, das ist mir viel zu scharf. Das will ich nicht. Ich schaue jetzt nochmal im anderen Schrank. Schau mal, was ich gefunden habe. Hast du das da jetzt schon reingemacht? Nein. Weil ich mag das Schafe nicht. Können wir da nicht das machen? Wir müssen das ja auch irgendwann mal essen, Hella. Was die Frau sagt, ist Gesetz. Nice. Okay, die Nudeln sehen gut aus. Ich glaube, die sind fertig. Guck mal, das Wasser ist halt wirklich rosa, oder? Oh ja. Boah, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe zu wenig getrunken heute, weil ich die ganze Zeit nichts getrunken habe, wegen nur rote Getränke. Musst du Cola trinken? Ja, mache ich, glaube ich, echt jetzt. So, erstmal hier die Nudeln aufteilen. Hä, die sehen ja gar nicht mehr so schön rot aus, sondern eher orange. Ja, ich sag ja, die haben Farbe verloren. Die haben halt viel mehr Soße als Nudeln. Das wird jetzt eine Tomatensuppe wieder mit Nudeln. Jetzt haben wir alle Getränke. Warum machst du immer so einen Blick, wenn du ein Getränk aufmachst? Weiß ich nicht. Ganz komisch. Zero Zucker. Zero. Zero. Cola Zero. 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 Jetzt ist was. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt auf diese Nudeln. Ob die jetzt so italienisch sind. Si, schmecken. Vamos. Ah ne, das ist Spanisch. Kann man machen. Muss man aber nicht. Also, die Nudeln schmecken halt auch irgendwie ein bisschen weird. Darf ich mal probieren? Nicht so wie normale Nudeln. Die schmecken so mehliger. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber kann man machen. Ja. Aufgegessen haben wir jetzt. Und jetzt muss ich echt was trinken. Trinken. Boah, ich krieg das ja gar nicht auf. Kriegst du das auf? Ist halt nicht für Schwächlinge. Das darf man nur essen, wenn man es auch selber aufkriegt. Nein! Okay, ich mach's hier auf. Dann kann ich euch auch gleich einen Trick. Das war ja so einfach. Warum habe ich das nicht hingekriegt? Nein, nein, das wollte ich machen. Tom, du kannst das hier alles trinken, diese ganzen Getränke. Du kannst es auch trinken, nur weil du so Bibi bist. Mag das nicht. Nee, nein. Das ist mein Trick. Ach so. Werd hier fast umgebracht, weil ich ihr einen Trick zeige. Das ist eigentlich mein Trick, den ich ihr gezeigt habe. Ja, dann zeig doch auch den Trick. Trick 18. Wow, nicht abbeißen. So, andersrum wieder draufsetzen, denn unten kann man es am besten essen und da schmeckt es auch am besten. Und sie beißt einfach ab. Nicht, dass du Hirnfrost bekommst. Nein, aber das schmeckt echt am besten, finde ich, unten. Mm. Weil da geht der ganze Sud hin. Das ist so schön crunchy auch. Oben ist das einfach nur hart. Naja, während du das Eis isst, habe ich mir noch einen anderen Nachtisch mitgebracht. Und zwar einen Pflaumenkuchen. Die Begeisterung ist groß. Ich dachte, Erdbeerkuchen, das wäre jetzt richtig gab's lecker. Gab's leider nicht. Der sieht auch immer nicht so delicious aus, aber ich glaube, Pflaumenkuchen ist ganz lecker. Du kannst ja nur die obere Schicht jetzt essen. Dann esse ich dein Wassereis. Mm-mm. Darf ich den ganzen Kuchen essen? Ich will nur die Pflaumen essen. Und? Hey, du hast den ganzen Kuchen gegessen. Was soll das? Nur die Pflaumen. Schmeckt der denn wenigstens noch gut? Der Boden schmeckt am besten. So ist gut. Nee, ich mag Pflaumen nicht so gerne. Ich frage mich, ob das jemand von den Zuschauern gerade gesehen hat. Ja, du hast es eben nicht gemerkt. Du hast den Boden geschwinder gegessen. Du hast es gefilmt. Ich hab das nicht gemerkt. Was ist das denn?
Ich mache weiter mit dem nächsten Nachtisch. Leute, hier ist noch alles voll. Nach dem Essen brauchen wir natürlich auch Zähneputzen. Deswegen Mentos pur fresh. Sind die denn auch wohl rot? Ich hoffe es. Teamwork makes the dream work. So, das ist leider nicht... Oh, hier ist eine rote Stelle. Nee, das darfst du nicht essen. Die dürfen wir nicht essen. Was ist das denn? Warum ist die Verpackung rot und dann ist es Kaugummi weiß? Unverschämt. Naja, dann müssen wir halt Esspapier essen. Oh mein Gott! Ich habe das früher mal gegessen, aber dann fand ich es irgendwie immer nicht so dolle. Aber die anderen haben das immer richtig... Die anderen machen das immer richtig gerne und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Aber ich meine, das hat einfach nach Pappe geschmeckt. Ja, hat nach Pappe geschmeckt. Okay, dann hole ich halt noch einen anderen Nachtisch. Boah, nee, Tom, ich mag diese Schlangen gar nicht. Das sind Schnecken. Nicht einfach Schlangen. Bunte Schnecken. Okay. Letzte Chance, mehr habe ich leider nicht. Ja, gut. Skittles ist das Geilste, was es gibt, Heller. M&M sind viel besser. Nein! Nein! Skittles. Leute, schreibt es in die Kommentare, Skittles oder M&M's. Ich bin Team Skittles, Heller ist Team M&M's. Machen wir die trotzdem auf. Also, ich mag die einigermaßen. Wow, das ging ja jetzt richtig leicht. Ja, bei M&M's geht das nicht so leicht. Hier, direkt einen für einen dich roten. Und einen für mich. Prost. Prost. Einfach nice. Obwohl ich die grünen am liebsten mag. Also ich mag das Eis immer noch am liebsten. Ja, isst dich auch ordentlich satt, weil ich weiß noch nicht, was wir zum Abendessen essen. Oh nein. Ja, also bis später, Leute. Ich melde mich jetzt gerade nochmal von zwischendurch. Es ist jetzt gerade 19 Uhr. Tom ist gerade zum Fußballtraining gefahren. Ich habe jetzt irgendwie richtig Hunger bekommen, will aber natürlich jetzt noch nichts Richtiges essen, weil wir gefühlt nur diese eine Suppe gegessen haben und das hat mich wirklich 0% gesättigt. Jetzt habe ich irgendwie richtig Lust auf diesen Tomatensaft. Werde ihn mir jetzt erstmal einfüllen und dann probieren, wie der schmeckt. Lecker! Wirklich richtig gut. Kann man auf jeden Fall machen, aber im Flieger schmeckt es noch besser. Ich gönne mir das jetzt erstmal und dann sehen wir uns später nochmal wieder. Ich düse nämlich jetzt auch nochmal schnell in den Stall. Oh mein Gott, ist das nah rangezoomt. Das ist so langsam. Naja, ich bin auf jeden Fall vom Fußballtraining zurück und habe auch noch hier meine Fußballshorts an, weil ich nicht geduscht habe, sondern direkt nach Hause bin, damit Heller endlich essen kann. Und ich auch. Leute, ich hatte so ein Sodbrennen vor dem Training, dass ich einfach eine Flasche Wasser trinken musste. Ich weiß nicht, ob das von diesem... Ja, Heller, es ging nicht anders. Dann hättest du da Farbmittel reinmachen. Wir haben kein Farbmittel, aber... Also ich esse ja auch nur die Tomaten. Ich schwör's euch. Ich trinke den Saft, weil ich ihn auch nichts trinken mag. Hast du den Saft getrunken? Ich habe den Tomatensaft getrunken. Ja, weil ich habe nämlich... Und esse jetzt Tomaten, damit ich auch mal Flüssigkeit so kriege. Ein Sodbrennen, ich habe es immer noch, aber das war richtig schlimm und ich konnte halt nichts anderes mehr trinken außer Wasser. Und dann habe ich mir eine Flasche Water gegönnt. Auf jeden Fall gibt es jetzt Armbrot und ja, Leute, also nee, ich... Das war's jetzt mit dem Armbrot. Ich hoffe, euch hat das Video ja. Um ehrlich zu sein, habe ich gerade in den Kühlschrank schon geschaut, weil ich richtig Hunger hatte und schon die ganze Zeit diese Tomaten gegessen habe. Ja, jetzt kommt's. Und habe da etwas gefunden, was ich ehrlich gesagt richtig eklig finde, Tom. Eine Pep? Nein. Aber ich mir so dachte, das wäre ja was, was man essen kann. Ja, das habe ich extra gekauft. Stimmt! Curry King. Aber das Einzige, was ich nicht so abartig daran finde, dass es Veggie ist. Ja, ich weiß. Aber ansonsten finde ich es echt schon ziemlich abartig. Ich habe das noch nie gegessen. Ja, wie früher mal beim Angeln gegessen. Und weißt du, jetzt fällt es mir ein, was ich noch habe. Weißt du, was ich noch früher mal beim Angeln gegessen habe? 5-Minuten-Terrine? Ja. Oh mein Gott! Ich habe nämlich auch noch davon eine gekauft. Habe ich auch schon wieder total vergessen. Ich dachte, wir hätten jetzt nichts zum Essen. Nein, die muss zubleiben. Achso. Glaube ich. Ich glaube, da macht man nur Löcher rein. So schnell geht's. Vor dem Erhitzen dieses Etikett. Also man soll das Etikett... Ah, wow. Doppelter Boden. Ich hab's gar nicht gecheckt. Warte, ich muss es eben lesen. Oh, Tom. So, jetzt kann ich es besser lesen. Folie mehrfach mit einer Gabel einstechen. 2 bis 3 Minuten erhitzen. Okay. Aua, das hat richtig weh. Hey, jetzt das hast du keine Haare mehr auf. Ja, ist doch gut. Gerissen, ey. Direkt gewaxt hier. Schau mal, hier ist sogar so ein Stick dabei. Das ist ein Spieß. So, machen wir hier ein paar Spießchen rein. So, 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 so. Stell dir vor, das sind deine Schullehrer gewesen. Okay. Einmal so rein. Die Mikrowelle, ja. Und ich muss mir hierfür Wasser aufkochen. Die habe ich früher so viel gegessen, aber die sind, glaube ich, so ungesund. Also, wenn man die auf Dauer ziemlich oft isst. Ah, hier ist noch genug Wasser drin. Das mache ich auch an. Und das wird unser Abendbrot sein. Aber es gibt natürlich noch einen Nachtisch. Und ich habe extra noch einen roten Apfel gekauft, Heller. Echt? Den können wir nicht essen. Wir waren ja froh. Aber nur von außen, von innen ist er gelb. Das wussten wir ja nicht, als wir in den reingebissen haben. Ach so. Hätte ja auch sein können, dass er von innen ja, auch stimmt. Rot ist. Jetzt müssen wir ihn ganz aufessen. Aber Heller hat ja schon den Nachtisch gesehen. Es gibt was richtig leckeres. Also Heller liebt es. Ihr könnt raten, was es ist. Cheers. Nicht sagen direkt. Ach so. Die sollen raten, nicht du. Wie schaut's aus?
Oh mein Gott, das riecht richtig nach Currywurst. Das riecht richtig gut. Das erinnert mich auch ans Angeln, habe ich auch immer gegessen. Ich habe mir noch nie so eine Curry King Box da geholt. Doch, komm, wir suchen uns schon mal was zu trinken. Ach so. Oh. Bing. Ich wollte runterzählen. Ich glaube, das ist richtig ungesund. Ja, natürlich ist es ungesund. Deswegen essen wir es doch. Jetzt gießen wir erstmal das Wasser in die 5-Minuten-Terrine. Und ich liebe 5-Minuten-Terrinen. Wieso heißt eine 5-Minuten-Terrine 5-Minuten-Terrine, Hella? Weil sie 5 Minuten ziehen muss. So nämlich. Erstmal umrühren. Hä, du wolltest die Curry King essen? Hä, wir teilen uns beides. Okay, ich habe dann auch noch 2 Nachtische für uns. Nice. Aber jetzt musst du erstmal dir aussuchen, was du trinken willst von den schönen Getränken, die wir noch haben. Oh nee, ich trinke Tomatensaft. Ich muss halt sagen, es schmeckt halt eigentlich echt nur im Flieger. Ja. Umrühren. Jetzt ein paar Minuten ziehen lassen. Und ich hole mir meine Cola, glaube ich. Ich habe das extra alles hier wieder reingestellt. Hier hat irgendjemand die Klappe zu doll zugeknallt. Wo ist meine Coke? Da. Du musst Curry drauf machen. Ah nee, das ist gelb. Ohne Curry. Also doch keine Currywurst. Oh, richtig heiß. Das ist nur eine Tomatensoßenwurst. Tomatensoßenwurst? Mach mal ganz auf, Hella. Wieso machst du es jetzt nicht ganz auf? Ach so. Iu, sorry Leute, nee. Was sagt der Experte? Köstlich. Echt? Es geht. Also ich finde, diese Soße ist halt mega nice. Nice. Ich hätte es echt schlimmer erwartet. Also, richtige Currywurst schmeckt noch ein bisschen besser, aber ist in Ordnung. Ich stand so vor der Fleischtheke und dachte so, eigentlich können wir alles hier essen, ist ja alles rot. Aber dann ist mir eingefallen, wenn man es brät, wird es ja braun. Ja. Ich glaube, braun wird ein richtig nices Video. Da können wir Brot essen, da können wir Fleisch essen, da können wir alles essen. Nutella, alles mögliche, also glaube ich jedenfalls. Braun Reis, Schokolade. Oh, da gibt es so viel. Aber rot war echt eine schwere Farbe. Naja, schwarz kommt auch noch. Schwarz wird ja wohl richtig schlimm. Waren das schon 5 Minuten? Ich glaube schon. Nee, ich mag das, wenn die Nudeln noch so ein bisschen knackiger sind. Und vor allen Dingen bist du mega ungeduldig. Ja, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ich habe halt richtig Hunger, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch. Und diese Currywurst, leider, ich kann es nicht mehr essen. Ich finde, das hat irgendwie so nach Gummi geschmeckt. Also die Konsistenz. Wurst. Und also die Soße war eigentlich ganz lecker, aber nach einer Zeit ist es irgendwie auch eklig geworden. Mensch, ja. Armes Hella. Das ist echt nice. Ich liebe 5-Minuten-Terrinen. Also man muss ehrlich sagen, der Hersteller, der das gemacht hat, diese Erfindung ist echt einfach der Burner. Sehr witzig. Ich glaube, du liebst es auch nur, weil es von Maggi ist, oder? Das ist von Maggi. Das habe ich doch gar nicht gesehen. Echt nicht? Nein! Oh mein Gott, im braunen Video können wir ja auch Maggi sogar trinken. Du wirst es halt wirklich machen. Ich trinke da einfach wieder Cola, weil eigentlich, Leute... Stimmt, du schummelst halt. Du musst Tomatensaft trinken. Oder das? Ich trinke fast Pause. Das ist geschummelt. Ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, wie Cola nochmal aussieht. Ja, vor allen Dingen habe ich immer aus der Dose getrunken. Da fiel es nicht auf. Frech. Naja, wenn man es ins Licht hält, guck mal, ne? Naja, auch nicht. Trinke die fast Pause. Willst du auch noch was? Oder willst du die Currywurst einmal essen? Meinst du die Frage ernst? Natürlich will ich was. Ja, damit. Aber flott. Ach ja, die guten Zeiten, wo ich am See saß und Hunger hatte und dann einfach 5 Minuten trainiert. Wir hatten auch mal eine Zeit lang im Stall, wo wir wirklich mindestens 7 Stunden am Tag gefüllt im Stall waren. Haben wir uns auch immer solche in unseren Spind gestellt, haben die dann einfach im Stall gegessen. Mm. Echt nice, ne? Wirklich. 5-Sterne-Koch. Hallo, ich möchte bitte auch noch was. Nein, ich hab noch voll Hunger. Frag mich mal. Ja, warum kaufst du nur eine davon? Das ist schon das nächste. Ich wusste ja nicht, dass du die magst. Du bist so picky. Das will ich nicht. Und dann auf da einmal wusstest bei 5 Minuten. Dass ich die mag. Nein, wenn die woher? Von Maggi ist? Ja, komm. Isst du die jetzt komplett auf? Also die ist noch halb voll. Was gibt's zum Nachtisch? Was gibt's zum Nachtisch? Was trinkst du eigentlich, Hella? Gar nichts. Ich war wirklich 10-mal kurz davor, mir hier sowas zu nehmen und dann habe ich mich erinnert, wie schrecklich das geschmeckt hat. Du kannst halt nicht den ganzen Tag nichts trinken. Ich hatte heute schon Kopfschmerzen, weil ich so wenig getrunken habe. Ihr schenkt dir ein bisschen Tomatensaft ein. Ich hole in der Zwischenzeit den Nachtisch. Denn, was sagt man zu Halloween? Happy Halloween? Nein. Süßes oder Saures? Genau, und was würdest du nehmen? Sauer. Nice! Das sind so saure Schlangen. Die sind mega nice. Oh, ich krieg's einmal nicht auf. Ich liebe Saures. Oh, ich möchte auch so eine Schlange nehmen. Für dich. Es ist halt einfach beides. Es ist süß und sauer. Oh mein Gott, das ist eine richtig lange Schlange. Mm. Meine hängt auch aneinander. So nice. Die sind geil. Die liebe ich. Aber Tom, du musst deine Schlange hier noch essen. Schnecken meine ich. Schnecken. Sorry, Schnecken. Ich die doch. Ich nehme die. Nein. Dieses Video war so ungesund. Ja. Wir haben nur so Fertiggerichte gegessen, Dosenfutter ich und diese geilen. Die Nudeln aus Italien ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall morgen wieder normales Essen zu essen. Ja, ich auch. So, zu guter Letzt kommen jetzt hier, sie stehen schon bereit, Red Paprika Chips, weil da sogar Red draufsteht. Boah. Und wie ihr ja wisst, bin ich der absolute Chef, was Chips angeht. Chef? Nicht, ich wollte eigentlich Tester sagen. Tester? Das ist halt was ganz anderes. Chips-Tester. Weißt du, ich bin der Chef und du bist der Tester.
Tester. Nein, ich bin der Chef-Chips-Tester. Okay. Ich will damit einfach sagen, dass ich jahrelange Erfahrung mit Chips habe und wirklich alle Sorten kenne und diese auch bewerten kann. Bin sehr gespannt, wie diese Chio-Chips sind, denn die hatte ich wirklich, glaube ich, noch nie. Ich auch nicht. Als allererstes muss ich sagen, 50% Luft. So, sind rot. Nicht ganz. Nackig, aber auch leicht pappig. Echt? Echt keine 10 von 10. Kann man auf jeden Fall essen, aber die schmecken nicht 100% frisch. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wir werden jetzt noch die Reste essen und ich freue mich schon auf die nächste Farbe, weil die kann nur besser werden. Und dann gehst du mal einkaufen, Hella. Ja, und dann kaufe ich mal gute Sachen und nicht so komische Sachen. Genau. Die Blumen sind übrigens mittlerweile tot. Nach einem Tag? Wie kann das halt sein? Und ich esse jetzt noch einen roten Skittle. Und ihr könnt ja echt mal in die Kommentare schreiben, was euch noch einfällt, was man in Rot hätte essen können außer Kirschen. Boah, gib mal einmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Nächste Woche. Bis dahin natürlich gesund bleiben. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Und abonnieren nicht vergessen. Abonnieren. Gesünder essen als wir. Bis dann. Bis dann. Tschüss.